Jetzt fangen wir erstmal an mit den Fußballerinnen vom FC Bayern München. Und die verbreiten zurzeit Angst und Schrecken, sowohl im DFB-Pokal als auch in der Liga. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Leonie Mayer und Manuela Zinsberger. Servus. Servus. Ja, da hatten wir ein sensationelles 15:0 im DFB-Pokal gegen Saarbrücken. Und dann folgt gleich ein 8:0 in der Bundesliga gegen die Kölnerinnen. Haben überhaupt noch irgendwelche Mannschaften Bock, gegen euch zu spielen, Leonie? Ja, ich denke definitiv. Also für jede Mannschaft eine große Motivation, gegen uns zu spielen. Auch gerade, wenn man jetzt gesehen hat, dass wir zwei Spiele hintereinander sehr klar gewonnen haben. Ja, aber wir sind auch froh drüber. Es hat Spaß gemacht, viele Tore zu erzielen. Ich meine, dafür lieben wir den Fußball, um Tore zu schießen letztendlich. Und wenn man dann auch noch kein Tor bekommt, ist es natürlich immer schön für die Mannschaft. Und es macht riesen Spaß, mit der Mannschaft zu spielen. Ja, um Tore zu schießen. Bei 15:0, da darf doch im Prinzip jeder mal ran. Du hast kein Tor gemacht, Manuela. Was war los? Ja, immerhin, ich bin Torfrau und nicht Stürmerin oder Feldspielerin, sagen wir mal so. Aber so ein Elfmeter oder so ein Freistoß, wie man das sagt? Das lasse ich lieber den anderen machen. Ich bin eher dazu da, die Bälle zu halten, Tore zu verhindern. Und fürs Tore schießen, das lasse ich Leo über. Böse Zungen würden sagen, bei den Ergebnissen, habt ihr wirklich gegen Mannschaften aus der Frauen-Bundesliga gespielt oder gegen den Hamburger SV? Nee, wir haben tatsächlich, das erste Spiel haben wir gegen Saarbrücken gespielt, in der zweiten Bundesliga spielen die im Moment. Und ja, das letzte Spiel war gegen Köln. Es waren zwar jetzt etwas schwächere Gegner, da werden auf jeden Fall jetzt in den kommenden Wochen nochmal schwere Gegner auf uns zukommen. Und ja, unser Ziel ist ganz klar, jetzt mit viel Selbstvertrauen die nächsten Spiele auch anzugehen und da weiterhin fokussiert zu sein. Wir wissen auch, dass wir noch viel an uns arbeiten müssen. Und ja, wir wollen jetzt einfach jetzt gerade unseren Lauf fortführen und möglichst viele Tore schießen, schöne Spiele zeigen und ja, wenn es geht, auch kein Gegentor bekommen. Jetzt war es nicht kleiner, als es war. Nicht zu sagen, ja, die waren schwächere Gegner aus der zweiten Liga. Weil so ein Ergebnis, das muss man auch erstmal rausspielen können. Seid ihr so momentan jetzt in so einem Frühjahrsrausch reingekommen, dass ihr sagt, Mensch, jetzt läuft einfach alles, wir sind gut aus der Winterpause raus und können einfach jetzt befreit aufspielen? Ja, nicht unbedingt. Also wenn man jetzt unseren Start gesehen hat nach der Winterpause, hatten wir leider zwei nicht so gute Spiele. Da konnten wir nicht die Leistung abrufen, die wir uns vorgenommen hatten. Wir waren selber mit uns allen sehr unzufrieden. Danach war dann eine Nationalmannschaftspause und danach haben uns auch alle... So, die auch nicht so prickelnd war für die deutsche Nationalmannschaft. Für alle nicht so überraschend war. Also für mich zumindest, ja, für die Deutschen war es nicht ganz so erfolgreich. Andere Nationen waren ein bisschen erfolgreicher. Auf jeden Fall haben wir uns danach auch nochmal zusammengesetzt und wir wussten, dass wir da eine Antwort zeigen mussten auf die letzten Spiele, die wir gezeigt haben, weil die nicht so zufriedenstellend waren. Und hatten noch viel miteinander gesprochen gehabt, haben versucht, jetzt auch ein neues System zu entwickeln. Wir wollten offensiver spielen und ja, ich denke mal, dass wir das ganz gut umgesetzt haben für die ersten zwei Spiele. Ja. Und ja, wie gesagt, es gibt aber noch viel auszuarbeiten, auch gerade auch was die Defensive angeht. Wir werden in den anderen Spielen da auch mehr gefordert sein und da gilt es halt weiterhin und auch da fokussiert zu sein und ja, wie gesagt, das Spiel noch weiter auszuarbeiten. Bist du der Chefdiplomat bei euch so in den Reihen? Das ist also ganz vorsichtig formuliert. Nee, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach Fakt. Ich denke mal, Manu sieht das genauso, oder? Ja, also ich brauche gar nicht mal viel hinzuzufügen, weil Leo eigentlich eh schon alles gesagt hat. Aber ja, die nächsten Aufgaben werden hart. Jeder will natürlich den großen FC Bayern schlagen, jeder ist geil auf das Spiel. Aber ja, wir werden es den Gegnern nicht einfach machen, denn auch wir wollen das Spiel gewinnen. Ist das so eine Situation für euch jetzt schon? Klar, zweimal Meister geworden in den vergangenen Jahren, Vizemeister. Ihr seid der große FC Bayern auch in dieser Liga, wo ja sonst Potsdam, Frankfurt, jetzt momentan ja Wolfsburg, eigentlich die dominanten Vereine waren. Ja, klar, wir sind der große FC Bayern München. Ich denke, jeder kennt den Verein auf der ganzen Welt. Und ja, schon alleine, wenn wir mit unserem Mannschaftsbus beim gegnerischen Verein ankommen, da sind manche nicht so erfreut, manche schon, manche nicht. Aber ja, wie gesagt, wir konzentrieren uns... Weil die keinen Mannschaftsbus haben oder nicht so einen schönen? Nein, aber weil wir halt der FC Bayern sind, der mit dem Mannschaftsbus ankommt und der natürlich schön ausschaut. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns auf unsere Aufgaben. Wir sind stolz, dass wir sowas haben. Und wie gesagt, wir müssen einfach auf unsere Aufgaben konzentrieren, fokussiert bleiben und die nächsten Spiele ordentlich angehen. Ich bin sehr erstaunt, du sprichst ein super Hochdeutsch. Wir haben vor der Sendung so ein bisschen gewitzelt, ob wir jetzt da für dich als Österreicherin ja ein bisschen so eher Wiener Schmäh so reinbringen müssen. Na, Wiener Schmäh, mal nicht. Ich bin ja Niederösterreicherin, bin keine Wienerin, um das mal klarzustellen. Leonie meinte, so wienerisch wäre vielleicht ganz angebracht. Hey. Oh, was habe ich vorhin gesagt? Also das sollte ich nicht sagen, hat sie auch dazu gesagt. Aha. Nee, also wie gesagt, ich bin Niederösterreicherin, um das mal klarzustellen. Gell? Und du bist vergangenes Jahr Österreicherin des Jahres geworden. Ja. Das ist ein richtig offizieller Titel? Ja. Mit Pokal und großer Gala? Ja, das war eine sehr, sehr große Gala, mal Neuland für mich. Ist die erste Trophäe, die ich alleine in den Händen halten durfte. Und ja, es hat mega viel Spaß gemacht und ist natürlich auch
ja, es hat mich natürlich stolz gemacht. Das ist das i-Töpfchen, wie man so schön sagt, in der Karriere. Und ich hoffe, dass noch mehrere Folgen werden. Ja, was kann jetzt noch kommen, wenn man Österreicher des Jahres geworden ist? Es gibt noch viel zu erreichen. Könntest du vielleicht der erste weibliche Papst werden oder so? Na, vielleicht. Ah, müssen wir mal gucken, ob das aber mal schauen. Ist. Jetzt gehen wir mal die Karriere an. Und dann warum? Schritt alles. Warum ist Frauenfußball in Österreich im vergangenen Jahr so populär geworden, hat so geboomt, dass Fußballspielen rausgezogen wird? Oftmals sind ja doch die Skifahrerinnen natürlich die großen Akteure. Ja, ich muss mal sagen, mit unserer Nationalmannschaft, ich denke, wir haben gezeigt, mit wie viel Leidenschaft man Fußball spielen kann bei der Europameisterschaft. Aber das war natürlich ein langer, langer Prozess, der vor 5, 6 Jahren beziehungsweise 7 Jahren begonnen hat, wo wir natürlich klein angefangen haben und uns hocharbeitet haben. Wir haben natürlich jetzt nicht so einen großen Kader wie die deutsche Nationalmannschaft, aber ja, wir sind ein geiles Team, muss ich ehrlich sagen. Wir haben großen Team-Spirit. Ja, wir wollen uns stetig weiterentwickeln, haben ein Top-Trainer-Team. Wir harmonieren gut zusammen und ich denke, das ist ein bisschen so das Erfolgsgeheimnis. Er war Dritter bei der Europameisterschaft. Ja. Vor Deutschland natürlich, weit vor Deutschland. Hat es da nachher mal eine Aussprache gegeben? So, oder Leonie, wie ist das? Da kommt die Mannschaftskollegin wieder und eigentlich ihr wart die Favoritinnen mit und ja, das ist dann ordentlich schiefgegangen. Ja, also eine Aussprache gab es nicht. Ich habe mich natürlich auch für Österreich sehr gefreut. Wir haben auch mehrere Spielerinnen bei uns bei Bayern, die für Österreich spielen und die sind ja sowieso sympathisch alle. Und nee, von daher, die haben sich schon verdient. Die haben da eine super EM gespielt auch und man hat gesehen, dass sie als Team aufgetreten sind. Und klar hätten wir gerne gegen euch im Halbfinale, wenn wir gewonnen hätten, ja, im Viertelfinale, gegen euch dann gespielt. Das wäre cool. Das leider sind wir da ausgeschieden, aber ja, ich hätte gern gegen Österreich im Halbfinale gespielt. Das aber cool ist. Ich habe mich sehr für Österreich auch gefreut. Der nächste Gegner, die TSG Hoffenheim. Wie sind die so einzustufen? Bei den Männern haben sie sich ja schon seit einigen Jahren in der Bundesliga etabliert. Bei den Frauen ist das irgendwie noch so ein bisschen unbekannt, gerade hier so im Münchner Bereich. Ja, also die TSG ist eigentlich schon seit ein paar Jahren eigentlich so im Mittelfeld der Tabelle. Ist ein Team, das sehr flexibel ist, vor allem spielt ab und zu Viererkette oder Dreierkette, ist da sehr flexibel. Spielt auch gerne auf Konter, aber versucht natürlich auch Fußball zu spielen, so wie die anderen das auch versuchen. Und ja, ist nicht einfach zu spielen. Vor allem gegen FC Bayern lassen sich die TSG meistens sehr kreative Standards einfallen lassen. Also lassen sie sich einfallen. Auch gegen andere starke Gegner. Und die aber nicht von der Torfrau dann geschossen werden oder so? Definitiv nicht. Das wird auch sein können. Von den anderen 10 Spielerinnen. Na, wie gesagt, die sind da sehr kreativ und da müssen wir zu jeder Sekunde einfach hellwach sein, weil man weiß nie, was da genau von einem zukommt. Und dann im Pokal, ausgelost worden ist ja am Wochenende. Jetzt wisst ihr es ja endlich, wer der Gegner ist. Ihr habt Heimspiel, das ist das Tolle. Und ihr spielt gegen Turbine Potsdam. Vor 10 Jahren wäre das klar gewesen, die Favoritenrolle. Jetzt hat sich es, glaube ich, langsam gekehrt. War in dem Wettbewerb, so Turbine Potsdam, so der FC Sevilla für euch, so wie bei den Männern, so das vermeintlich leichte Los? Nee, überhaupt nicht. Also ich denke, im DFB-Pokal gibt es auch im Halbfinale keine einfachen Gegner mehr. Und Turbine Potsdam ist immer noch vorne mit dabei. Ich glaube, die sind Vierter. Also sind uns auch dicht auf den Fersen. Und ja, von daher sind die Spiele auch gegen Potsdam immer sehr hart umkämpfte Spiele. Ich glaube, wir haben jedes Mal gegen Potsdam, wenn wir gewonnen haben, nur ganz knapp gewonnen. Da wird auch nichts verschenkt und ja, wie gesagt, das ist sehr kampfbetont, die Spiele immer und ja, wir freuen uns auf das Spiel gegen Potsdam, weil es auf jeden Fall immer zur Sache geht und ja, wir sind gespannt und hoffen, dass da auch viele Zuschauer dann kommen werden und dass wir dann mit den Zuschauern im Rücken das Spiel dann für uns entscheiden können und so dann auch ins Finale einziehen können. Das war natürlich für uns alle ein Traum, da in Köln zu spielen. Also Fünfte sind sie momentan, die Turbinen aus Potsdam. Ihr Tabellenplatz 2 mit 3 Punkten Rückstand auf den VfL Wolfsburg. Tja, wie ist denn so? Ist der Geschmack noch so dran, dass ihr sagt, ja, das wird noch, wir kitzeln es raus. Am vorletzten Spieltag spielt ihr gegeneinander. Dann könnte es zum großen Showdown um die Meisterschaft kommen. Ja, uns ist natürlich das bewusst. Aber wie gesagt, wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Das habe ich noch nie gehört. Doch. Echt? Wanna? Nee, also wie gesagt, wir müssen halt vom Spiel zu Spiel denken. Wir müssen einfach jedes Spiel gewinnen. Und ja, was am Ende dann rauskommt oder wie sich die anderen verhalten, vielleicht lasst Wolfsburg mal Punkte liegen oder die anderen Gegner, also das weiß man nie. Aber wir müssen uns einfach auf uns konzentrieren. Das können wir am besten beeinflussen. Und wie das dann am Ende ausschaut, ob das dann ein Duell gegen Wolfsburg und uns wird, wird man dann sehen. Aber wie gesagt, jetzt zählt mal Hoffmann. Von Spiel zu Spiel denken, wird immer als Floskel abgetan, aber ist das eigentlich die Stärke von Fußballerinnen, Fußballern etc., dass sie wirklich sagen, wir konzentrieren uns wirklich nur auf diese eine anstehende Aufgabe, nicht drüber hinausschauen?
Ja, ich denke schon, dass es eine Stärke ist, weil vor allem, wenn ich jetzt schon ans Halbfinale gegen Potsdam denke, bringt mir das nichts, weil jetzt am Wochenende Hoffenheim ansteht und auf das Spiel gehört sich konzentriert. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir unsere Aufgaben erfüllen und was danach kommt, kommt danach. Aber wie gesagt, jetzt gilt mal der Fokus gegen Hoffenheim. Ist ja nicht ein ausgegeben, als Österreicherin des Jahres geworden ist? Gab es da so eine kleine Sause in der Kabine? Ich glaube, das müssen wir noch gekocht. Nachholen, oder? Ich bin ja keiner, der da was anzetteln will, ist nicht meine Art, aber vielleicht so ein paar Buchteln oder so, selbstgebacken. Ein Wuchtel. Ein Buchtel. Ein Buchtel. Buchtel heißt das. Wie so ein Buchtel. Irgend so ein Gebäck ist das doch, oder? Genau, mit Vanillesauce. Ja. Ja, Wuchtel mit Vanillesauce. Ach, Wuchtel. Das wäre doch mal eine Idee. Ihr sagt doch Dampfnudel, oder? Dampfnudel, ja. Ja, Wuchtel, nicht ein Buchtel. Okay. Mein Gott. Ein Wuchtel mit Vanillesauce. Und da sagt mal einer... Fernsehen bildet nicht, ja. Wieder was dazugelernt. Ja. Danke, dass ihr da wart. Danke. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, nicht nur jetzt in der Liga, dass das wirklich dann auch vielleicht für den Titel dann und gerade zu diesem Showdown am vorletzten Spiel rausgeht, sondern dass es weitergeht. Ruhig auch von den Ergebnissen her, Tore sehen alle gern. Danke, dass ihr da wart. Danke. Danke.